Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo, der Morning Side Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Gestern gab es keine Folge, dafür heute. Was ist denn da los, Goro? Ich hoffe, morgen gibt es wieder eine Folge. Gestern ja ein bisschen im Livestream wieder unterwegs gewesen. Wenn das jetzt deine erste Folge Planet Zoo ist hier bei mir oder eine der ersten und du sagst, Batch, Goro, Livestream? Hab ich noch gar nicht gehört. Dann klick mal unten auf die Videobeschreibung. Ich streame auf Twitch jeden Montag und jeden Donnerstag. Und aktuell auch jeden Samstag. Die Zeiten gibt es da auch auf Twitch, aber generell kann man sagen, 16 Uhr Donnerstag, 19 Uhr Montag und 14 Uhr am Samstag. Und da haben wir einen eigenen Zoo, einen Stream-Zoo, den Alpen-Zoo heißt er. Und der ist auch ganz cool, kann man auch mal reinschauen. Da kann man sich auch Tiere wünschen und solche Sachen. Hier ist es ja mehr so meine Entscheidung, was passiert, beziehungsweise ihr habt ja auch schon ziemlich viel entschieden. Aber ist egal. Genug Werbung für mich selbst. Es muss auch mal zwischendurch sein. Ne? Ist ja nicht so, dass ich das jede Folge sage. Ich habe das mal eine Zeit lang sehr oft gemacht, aber viele von euch sind auch immer da. Vielen, vielen Dank dafür. Aber wir sind jetzt erstmal hier wieder unterwegs. Ein bisschen im Morningside Zoo. Und ich dachte mir, heute ist so ein bisschen der Tag der Lückenfüller, sag ich mal. Ich würde gerne diese Lücke hier ein bisschen füllen. Und ein bisschen mit euch quatschen, was noch so los ist, was hier so funktioniert und so, was hier im Morningside Zoo überhaupt noch so Sache ist. Denn wir nähern uns, ich sag's immer wieder, mit großen Schritten dem Finale, kann man quasi sagen. Ich möchte noch so ein, zwei Gehege auf jeden Fall machen. Und dann müssen wir hier noch so hier und da ein paar Verbesserungen machen. Und dann, denke ich, sind wir auch fertig. Wir müssen jetzt aber auch mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe diesen Zoo, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, weil viele sind seitdem dazugekommen, ich habe den Zoo kurz nach dem letzten DLC gestartet. Müsste also kurz vor Weihnachten gewesen sein. Ich glaube, also wir haben eine Folge, die heißt Fröhliche Weihnachten. So, von daher denke ich mal, wir haben auch eine an Weihnachten gehabt. Und da ist der Zoo gestartet. Und jetzt ist es nicht mehr so weihnachtlich, sage ich mal. Aber generell muss ich sagen, dass das vielleicht einer der Zoos ist, der mir so generell am besten gefällt. Und das ist natürlich mega schade, weil gefühlt sind es ja alles meine Babys. Wenn man das so sagen kann. Meine Babys. Meine Zoos. Aber es ist natürlich kein Geheimnis, dass ich finde, also für meinen Anspruch, dass ich ein bisschen, naja, dass meine Baukünste halt auch besser geworden sind. Das ist, wäre so ein bisschen meine Idee. Und dementsprechend finde ich das halt ganz okay, dass das hier der beste Zoo ist. Weil ich den vom Baustil her am besten finde. Und dann finde ich die Platzierung ganz cool. Also dieses, wie nennt sich das? Neuseeländische Flair, das finde ich ist eine ganz coole Sache. Auch wenn wir halt keine neuseeländischen Tiere haben, außer Schafe, zu der Geschichte kommen wir gleich noch, denn die Idee ist, dass wir auf jeden Fall noch, passt mal auf, also schnallt euch an, hier drüben muss noch ein Gehege hin, um Besucher hier hinten hinzubekommen. Generell ist es ja so, dass die Elefanten die zweitbeliebtesten sein müssten, ne? Gehen wir mal nach Attraktivität. So. Ach, tatsächlich. Guck mal, die Gepard-Babys sind die beliebtesten. Und dann kommen die Bonobos, Giraffen-Babys und dann erst die Elefanten. Okay. Das war mal interesting. Das wusste ich nicht. Warte, wisst ihr, was ich auch nochmal machen muss hier? Die Varis werden noch alle wachsen. Komm, wir hauen einmal nochmal hier bei den Varis rein. Ich hab fast 4 Millionen. Also, das ist ein bisschen heftig. Einmal zu den Varis gehen hier und gucken, wie das aussieht. Ist ein bisschen schade, dass man... Ach, warte mal, ich kann auch hier nach Art machen, ne? Ganz genau, roter Varis, sehr gut. Übersicht, die ich brauche. Und dann lass uns einmal nach Alter sortieren. Die ist schon älter, die ist schon älter, die ist schon älter. Ach, das waren die alle, die ich gekauft habe, vereinen. Das ist im Königsberger Zoo hier. Frontier Zoo... Das sind so. Das Männchen müsste sich ja mit allen paaren können, die hier drin sind, so. Du musst ins Handelszentrum. Du musst ins Handelszentrum. Ah, du bist schon im Handelszentrum. Und die denke ich mal auch. Wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen aussortieren hier, so grundsätzlich. Wobei ins Handelszentrum den zu packen, ist so ein bisschen lächerlich, aber wir machen es mal. Weil generell ist das so, dass ich gefühlt die eh nicht verkauft krieg. Wo ist unser Männchen? Liegt er hier? Sehr gut.
Dann einmal Partner vergleichen. Das wäre Inzucht. Das ist blöd. Also ein Inzucht, zwei Inzucht. Okay, zwei Inzucht eigentlich. Dann hauen wir ihn nochmal raus hier. Und dann gucken wir einmal nach, nicht nach Koalas, bitte, sondern nach roten Waris. Und dann holen wir uns einfach nochmal ein neues Männchen, der hier drin ein bisschen Action machen kann. Gerne so einen Jüngeren hier, der ist super. Du bist es geworden, herzlichen Glückwunsch. Ziehst du hier ein und dann kannst du dich mit den Paaren, dann brauche ich da keine Verhütungsmittel geben. Dann passt das auch ganz gut. Und dann können wir die Weibchen, die jetzt groß werden, auch noch drin lassen. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so mega schlecht. Und wir erforschen alles für den Ganges-Gavial. Das ist sehr, sehr gut. Ist ja das letzte Tier, was mir quasi fehlt. So, ich läuft jetzt hier ein Mitarbeiter rum. Hoffe ich mal. Dann lass einmal hier reingehen. Was habe ich jetzt gezahlt? 80 oder so, wenn ich jetzt meine alle hier verkauft kriege. 80 wird wahrscheinlich nichts. 50. Für wie viel kann ich den auswählen? 64. Puh, das ist schwierig jetzt. Meint ihr, ich biete die jetzt alle einmal an für den Preis, der da ist. Der hier vorgeschlagen wird. Und wenn es nicht klappt, dann wilder ich die aus. Ne? Das müsste so ungefähr der Handelsweg sein quasi. Weil das Männchen ist, müsste der jetzt hier sein. Und der müsste sich mit allen paaren können. Er kommt aus irgendeinem anderen Zoo. Sehr, sehr gut. Da bin ich zufrieden mit. Oh, guck mal, die Sonne geht unter hier. Ich habe das jetzt mit den Uhrzeiten auch nicht eingestellt. So, nochmal zum Mitschreiben hier für euch. Ich habe mir gedacht, hier drüben noch irgendwas hin. Tiger wäre eine Möglichkeit, dass wir hier so einen richtig schönen Tigerfelsen machen oder so. Um noch mehr Besucher hier rüber zu kriegen. Und wir haben eh noch nicht so viele Fleischfresser. Wobei, nee, mittlerweile nicht. Nee, haben wir nicht, ne? Wir haben Hyänen und Geparden. Das müssten so die einzigen sein. Da kann man auf jeden Fall was machen. Und ansonsten, ja. Oh, jetzt ist es ganz dunkel. Heftig. Und so, ansonsten halt nicht, ne? Und dann könnte man hier Tiger hinmachen. Ich würde halt gerne noch irgendwo ein paar Mandrills unterbringen. Mandrillen. Die könnte man hier hinmachen. Und dann muss ich muss hier irgendwo in diesen Zoo noch Dallschafe reinbringen. Weil es kann natürlich keinen neuseeländischen Zoo geben ohne Schafe. Muss ich mal sehen, wo die hinpassen. Und dann möchte ich den Vulkan hier hinten noch besser machen, dass das ein richtiger Vulkan quasi wird. Das dauert ein bisschen. Und was ich auch noch machen möchte, ist natürlich hier die ganzen Gaps hier, wie heißen die auf Deutsch? Na, diese kleinen Lücken füllen mit Sachen und dann die Bootstour natürlich noch fertig machen. Solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die ich auf jeden Fall noch machen möchte. Dann muss ich hier übrigens auch nochmal das hier regeln. Ganz genau, weil das ist auch noch ein kleines Problemchen hier. In diesem Gehege auf jeden Fall. Dass wir hier das Wasser nicht haben. Dass es da nicht sauber wird. Ich hoffe, dass das so... Nee. Also bis da hinten muss das hin. Weiß nicht, wie wir das jetzt am smartesten machen. Dass das Wasser dahin läuft. Das halt nur, um das auch so sauber zu kriegen, weil es ist echt nervig. Sehr gut. Das ist nice. Automalen. Müsste ja ein Wasser sein. Ist jetzt nicht ideal, wobei so schlecht sieht das gar nicht aus. Das ist gar nicht so unrealistisch. Vielleicht nur ein, zwei Zäune hier, hätte ich mal gesagt. Ein, zwei Steine noch hinmachen. Hier vorne hauptsächlich. Dass das wenigstens so ein bisschen aussieht. Weil dann müsste das ja sauber gemacht werden, ne? Hoffe, das zählt. Ich hoffe, das zählt, so dass das ein bisschen sauber gemacht wird. Sehr, sehr nice. Und wir lassen es einfach ein bisschen laufen hier. Was bist du? Ein weiblicher Strauß. Ich gebe dir auch mal hier das Zeug. So dass du da auf jeden Fall bleiben kannst. Zurück zum Gap hier. So dass wir ein bisschen das nochmal fertig machen.
Und ja, das werden auf jeden Fall noch so die letzten, ich sag jetzt mal die letzten Handgriffe, aber das wird auf jeden Fall noch mal so 2-3 Folgen dauern. Oder 4-5. Aber das ist so ein bisschen der Plan, den ich verfolge hier bei diesem Zoo. Also, dass wir da so ein bisschen ein Ende mit einkalkulieren. Und es wäre natürlich ganz, ganz cool, wenn es dann natürlich das Ende wäre, so dass wir gerade einen neuen Zoo starten, wenn das neueste DLC rauskommt. Das wäre auf jeden Fall so ein Ding, wenn ich jetzt neue Zoos für jedes DLC quasi kriege, das wäre nice. So viel DLC haben wir hier natürlich nicht gebaut. Wir haben den Kaiman als einziges DLC-Tier. Also, das ist im neuesten DLC, möchte ich nochmal sagen. Aber ansonsten haben wir ja keine DLC-Aquatic-Tiere. Da bin ich mal gespannt, was das neueste DLC dann geben kann. Das neuere, das neue, was dann eventuell irgendwann kommen wird. Gibt ja die Anzeichen verdichten sich, dass es irgendwie in naher Zukunft ein DLC geben könnte. Würde ich auch sehr begrüßen, weil es ist, ich habe es schon mal erzählt, es ist diese 2-Monats-Periode, wo nichts ist, ne? Die sind immer ein bisschen schwieriger, sag ich mal, da die Motivation hochzuhalten. Aber viele von euch, ich sehe es immer wieder, viele von euch spielen ja immer noch Planet Zoo. Auf Steam sehe ich es. Und viele von euch spielen noch Planet Zoo. Auf dem Discord sehe ich das auch. Und ja, es ist auch noch ein tolles Spiel. Also es nützt ja nichts. Man muss es einfach sagen, wie es ist. Ich finde, es ist immer noch ein klasse Spiel. Jetzt bin ich mal gespannt, was passieren wird, wenn andere Spiele erscheinen werden in naher Zukunft. Ein Spiel, worüber ich noch kein Video gemacht habe. Ich hatte kurz überlegt, ob ich da eins machen möchte. Vielleicht wisst ihr jetzt auch noch gar nicht, welches Spiel das ist. Und ich habe mich dann dazu entschieden, da demnächst noch ein Video drüber zu machen. Das wäre vielleicht ganz cool. Mal gucken, wann da ein Video erscheint. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Idee. Ist jetzt nicht, das Spiel ist noch nicht raus, nur dass ihr das wisst. Das ist auf jeden Fall noch nichts Festes. Habe ich das an? Was ist denn hier das Problem? Jetzt sage ich nichts mehr. Das wäre auch cool, so als Füller hier, ne? Das sind halt riesen Gewächse hier. Da geht halt einiges an Platz drauf. Ja, die sehen halt auch mega nice aus, ne? Das nützt halt nichts. Wenn du da mal denkst, du gehst da so vorbei, sieht das schon ziemlich gut aus. Dann haben wir hier die Bäume. Sehr gut, sind auch nicht dieselbe Höhe. Das passt dann auch immer. Hier vorne können wir noch einen kleinen hinstellen. Ja, wobei, da drüben steht auch schon einer. Dann müssen wir den eher so machen. Und ein bisschen Bambus. Selbstverständlich. Der darf nicht fehlen. Und ihr wisst ja, es ist ja eher so ein, ich weiß nicht, früher gab es immer so ein paar Filler-Folgen bei Serien, wenn die da irgendwelche Sachen nicht richtig hingemacht haben. Besonders bei so fortlaufenden Serien. Das hier könnte ja eine Fülle, die Zwischenräume folgen. Füllt halt auch irgendwas aus. Was jetzt nicht besonders schlechter sein muss, ne? Hier noch, muss auch immer gucken, was hier hinpasst, ne? Solche Baumstümpfe passen halt immer gut. Wie sieht das aus jetzt? So als Zwischenraum? Sieht das ganz gut. Okay. Was ist denn hier los? Ja, der hat natürlich keinen Kletterplatz, das sehen wir. Ihr seht es. Dieser Wari kann hier kaum klettern. Es geht um den Wari hier, der hat natürlich keinen Kletterplatz. Was zum Geier? Klettert hier wie ein Wilder, weißt du? Hauptsache ruft jetzt hier Aktivisten auf den Plan.
Aha. Na. Wer war da überrascht, dass das doch funktioniert hat? Ich war es auf jeden Fall nicht. Das passt, hier ist durstig. Gleich mal einen rufen hier. Pfleger ist eh schon da. Soziale Gruppe ist eher knapp so gut. Ach, hier, die Demonstranten. Wofür sind die da? Für das wahre Weibchen? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Warum denn nicht, ne? Warum denn nicht? Und dann hier die Bootstour. Die wird auch gut angenommen von den Leuten, so wie ich das sehen kann, ne? Ganz nice eigentlich. Ganz nice. Ah, gerade besonders hier. Finde ich gut. Macht Spaß. Veterinärsforschung, deswegen lasse ich das eigentlich laufen, weil ich gerne die Forschung abgeschlossen haben möchte. Vom Gavial. Müssen wir mal gucken. Ah ja, ich bin mit dem Zwischending hier ganz okay. Zufrieden eigentlich. Hier drüben könnte man noch guten Baum hinstellen. Gerne so einen hier in der Größe auch. Wenn das nicht too much ist. Das ist überhaupt nicht too much. Das sieht sehr, sehr gut aus. Finde ich, wenn du als Besucher hier lang gehst und dann siehst du hier... Ah, okay. Hier sind viele Pflanzen. Hier kenne ich mich aus. Die Mitarbeiter, wie die gehen immer. Und das Gute ist, mittlerweile kommen auch ein paar Besucher hier zum Gavial. Das ist immer wichtig. Dass die Besucher das auch gut annehmen hier. Ich finde, das sieht doch nice aus. Oder etwa nicht. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Es ist einfach nur so ein Lückenfüller. Ich habe halt viel von diesen hohen Pflanzen hier, die das alles so ein bisschen verstecken, genommen. Aber ich bin zufrieden damit. Finde ich. Ich finde es gut. Ich hoffe, ihr auch. Die Besucher finden es auf jeden Fall ganz gut. Die gehen hier zum Elephant Group Habitat. Und dieser Lückenfüller sieht ganz okay aus. Hm, nice. Ihr schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefällt. Und wir sehen uns dann eventuell, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Ja. Dementsprechend, bis dahin, ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es noch nicht getan hat. Und haut doch erstmal rein. Bis demnächst.